Servus Leute und willkommen zurück zu Total War Rome 2. Ich beende jetzt gleich mal die Runde, das war schön. Erstmal eine Wartezeit zum Beginn der Folge haben. Ist immer sehr freundlich. Professionellster Let's Player ever. Hey. Warum habe ich gerade irgendwas mit Massenvernichtung bekommen? Das beunruhigt mich gerade ein bisschen. Bin ja mal gespannt, wie das noch, wo das noch hinläuft. Braucht ganz schön lang die Runde, ne? Also die Rundenzeiten werden nicht unbedingt kürzer, wenn die wenn mehr Völker wegfallen. Hat ganz einfach den Grund, dass die ganzen Völker natürlich größer werden und mehr in ihren Zügen machen müssen, weil die haben ja ein größeres Reich, müssen also mehr Armeen bewegen und so. Das bleibt also irgendwie immer gleich mit den Rundenzeiten. Wir haben ja auch nicht mehr so viele Völker an sich. Ach, Rhodos lebt immer noch. Finde ich ja cool. Und eine Siedlung wird belagert, Tolosa. Okay. Der will mich jetzt ernsthaft... Moment. Erstmal ist ein General gestorben, was ich nicht gut finde. Nehmen wir mal den. Krieg erklärt Lusitaner Gallien. Oh! Oh! Die Lusitaner haben den Gallien den Krieg erklärt. Yay! Und Tolosa wird gleich kapitulieren. Oh, die ist scheinbar nicht sonderlich ausdauernd, die Siedlung. Ja gut, mit der... Also ernsthaft, was... Was soll das? Was soll das? Willst du mich verarschen, Gallien? Für diese Dreistigkeit, ne? Die Armee wird jetzt dann auch in die Richtung ziehen. Das ist jetzt nämlich die Hauptstadt. Was war eigentlich die erste Hauptstadt? Haben wir die unbewusst schon eingenommen vielleicht? Es kann natürlich gut sein. Und hier haben wir Ars. Naja. Sollte man besser nicht ins Englische, ins Deutsch übersetzen. Ist nicht gut. So, du läufst hier rum, kümmerst dich um Namnetum. Und dann haben wir nämlich auch nicht mehr viel zum Einnehmen. Hier die Stadt noch. Und die beiden hier unten. Dann war es das mit Gallien. Und wir sind deutlich gewachsen, würde ich mal sagen. So, Nemesos ist jetzt nutzbares Land wichtig. Tolosa brauchen wir nichts, gerade in Marseille brauchen wir gerade auch nichts. Hier, Nahrung haben wir wieder ein bisschen. Ich denke auch, dass wir mit Lan... Ja, es bringt uns eigentlich nichts, das jetzt auszubauen, ne? Ich meine, es bringt uns minus 6 Nahrung, das könnten wir uns leisten. Aber wir haben auch noch irgendwo anders ein... So ein Teil zum Ausbauen, das so viel Nahrung braucht. Hier, genau. Bibracte, was soll... Erstmal das und einen heiligen Baum, sagen wir mal. Deswegen Senabum wird jetzt erstmal zu Kanälen gebaut. Hier werden wir dann vermutlich Felder bauen. Schauen wir mal. Lemonum muss die Armee... Oh Gott, Mann, die Armee ist auf halb tot. Also wirklich, wörtlich genommen. Hm, das ist blöd. Ich muss die mal als Garnison da stehen lassen. Bringt mir ja gerade nichts. Naja, ist ja egal. Schauen wir mal, wie sieht es gerade diplomatisch eigentlich aus? Arachosien mag uns, mit denen haben wir ein Schutzbündnis, warum auch immer. Das Winstland da drüben mit zwei Städten. Naja, Ardahan mag uns nicht so gern, Ardiae mögen uns auch nicht, aber die, darum sollen sich die Athener kümmern. Athen mag uns super gut eigentlich, die haben auch echt ein riesiges Reich, ne? Die sind eigentlich mit, die sind mit Gallien im Krieg, mit den Keltischen, mit Karthago. Sonst eigentlich sind die mit allen grün. Och, Athen ist scheinbar ziemlich umgänglich. Bithyen ist, sieht's ähnlich aus. Ja. Ich glaube, die Keltici haben ein paar Feinde. Die Gallier ebenfalls. Wobei von den Galliern halt nicht mehr viel existiert gerade. Vor allem, wenn jetzt die Lusitaner noch kommen, dann wird's echt spannend. So, Karthago hat auch nicht viel. Knossos. Also, wie sich das hier blocktechnisch abgespalten hat, ne? Knossos ist echt gut dabei. Lusitaner sind ganz gut dabei. Die mögen uns ja auch. Mit denen sind wir auch militärisch verbündet. Parthien mag uns nicht sonderlich. Alter, haben die ein Riesenreich hier. Oh Mann, das wird witzig. Pontos ist hier. Rom. Okay. Und Sparta. Ja, Sparta hat nicht so viel, aber es reicht. Wo ist eigentlich Rhodos?
Es gibt noch Rhodos. Ich weiß es, weil es oben in der Leiste noch ist. Es ist hier aber nicht mehr. Was ist dann Rhodos? Ist doch nur noch eine Armee da oder wurden die vernichtet? Vermutlich wurden die vernichtet, ne? Habe ich da irgendwas übersehen? Kapitulation bevorstehend, Eigenschaften. Habe ich da vor ein paar Runden mal den Bericht übersehen, dass Rhodos vernichtet wurde? Scheinbar. Oder irgend sowas anderes. Ich weiß es nicht. So. Mit dieser Armee können wir dann theoretisch nach unten ziehen. Allerdings können wir auch die aus Tolosa nehmen. Die kommt weiter. Ich weiß halt auch nicht, was in Tarraco rumsteht. Kann gut sein, dass die da noch ein bisschen was haben. Ich traue den Galliern keinen Meter weit, sage ich mal. So. Die Flotten sind relativ schwach. Die können also nichts tun. Und wir beenden mal die Runde, dass hier auch mal was passiert. Nächste Runde wird dann ein bisschen werden noch die Reste der Gallier beseitigt in den nächsten Runden. Wenn die sich nicht noch irgendwo wehren, ich weiß ja nicht, kann ja auch sein. Ich habe gerade auch nichts zu trinken da, das ist ein bisschen blöd. Sollte mir mal wieder eine Flasche Wasser nach oben holen hier. Ist alles im Keller. Bei uns im Keller sieht sie aus wie im Getränkemarkt eigentlich. Schlimm, was man da alles rumstehen hat. So, was haben wir denn noch da oben? Ich schaue gerade, ob Rhodos da jetzt noch dabei ist. Aber es kann auch sein, dass die schon dass die schon vorbei sind. Nee, Rhodos war immer noch da. Warum ist Rhodos noch da? Sind da vielleicht irgendwo Rhodos-Rebellen? Das kann vielleicht sein, ne? Dass die da als Fraktion gewertet werden, wenn da Rebellen rumgammeln. Das kann gut sein. So, die Armee verlege ich jetzt nach Bibracte. Da ist ja die öffentliche Ordnung bedrohter als hier, sage ich jetzt mal. So, ihr sollt mal keine Stellung erhalten. Wunderbar. Dann können wir die Runde. Können wir uns die Runde das noch schnappen hier? Nein, schade. Geht also erst nächste Runde. Namnetum. Ich glaube, die Gallier haben so ein gewisses Problem, vielleicht. Aber nur vielleicht. So. Mal schauen, wann sie uns den Frieden anbieten, den wir natürlich nicht akzeptieren, sondern uns das Land schnappen werden. Wie gesagt, wir müssen ja irgendwo expandieren, ne? Bisschen Imperialismus ist da ja schon dabei, aber naja. Es ist Rome 2, was will man da erwarten? Mit Diplomatie kommst du hier blöderweise nicht so weit. Ist ein bisschen schlecht. So. Schauen wir mal. Was wollte ich denn hier bauen? Ach ja, genau. Da wollte ich ja was anderes bauen. Da wollte ich ja Nahrung bauen. 16 Nahrung haben wir jetzt wieder. Das finde ich schon mal besser. Hört sich besser an als Minus. Ach, hört sich besser an als irgendwas Negatives. Wir könnten jetzt die Stadt belagern. Ich meine, wir probieren es mal, was passiert. Oh, das hatte ich befürchtet. Belagert mal, Jungs. Belagert mal. Mal schauen, was passiert. Ich könnte natürlich die Armee aus Massalia noch, also aus Marseille noch reinziehen. Allerdings wird dann die Provinz hier ein bisschen amok laufen. Fürchte ich. Ich verlege die mal nach Tolosa, dass die bei Bedarf als Reserve noch da ist. Ich könnte auch die aus Nemosos verlegen. Mach ich mal. Vielleicht kann die schon unterstützen, so? Nein, die kann nicht unterstützen. Das ist blöd. Dann werden wir das mal anders machen. Und zwar Belagerung. Du solltest dich jetzt eigentlich nicht so weit zurückziehen. Du solltest. Ach, die können auch nicht. Ah. Könnt ihr euch wenigstens unterstützen? Ja, jetzt könnt ihr euch unterstützen. Ich wollte die nur in Reichweite haben, nicht, dass da wieder eine abgefangen wird und vernichtet wird. Das hatten wir ja schon mal in diesem Let's Play oder des Öfteren, dass uns irgendwelche Einheiten oder Armeen getrennt wurden und dann einzeln vernichtet. Ist auch die bessere Taktik, weil wenn man die zusammenlässt, dann kannst du ja die eigentlich schlecht vernichten. Zumindest auf offenem Feld nicht. Außer du. Oh, ich schmeiß mein Handy einfach mal random über den Schreibtisch. Ist auch immer gut. Tut dem bestimmt super gut. Ist ja Gott sei Dank auf der Tasche gelandet. So. So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. Es dauert echt ziemlich lange, bis die Runden durchlaufen, ne? Also die ganzen Großreiche, die jetzt im Osten und Westen natürlich noch sind.
Na, guck mal, Sparta will militärisches gemeinsam Bündnis. Wären unsere Armeen. Ja, gerne, ne? Kommt nur her! Ich habe Bündnisse für alle. solange mich dann noch in Ruhe lasst und mich nicht tötet. Das kann natürlich durchaus passieren. Bündnisse sind alle nur temporär, sollte man da beachten. Ach, guck mal. Was ist... Ach, Sklavenrebellion. Okay. Warum muss ich eigentlich hier eine aggressive Stellung fahren? Um weniger Verluste zu haben. Ich meine, ich verteidige eine Stadt. Da müsste man doch eigentlich meinen... Ja. Na gut, die hat keine Mauer. Dann ist es vielleicht doch besser, aggressiv drauf zu gehen, wenn man eh keine Mauer hat, die man verteidigen könnte. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass das so irgendwie gedacht ist von der Logik. So, oh, Baubericht, Hilfe. Bisschen viel. So, dann wollen wir mal hier angreifen, belagern und die zweite Armee zur Verstärkung holen. Ich glaube, das ist deutlich. So, meine Stadt. Das ist jetzt meine Hauptstadt. So, damit dürften die Gallier nicht mehr viel haben, das von ihrem Reich übrig ist. Diese Armee zieht jetzt nach Marseille. Ne, Moment. Die zieht nach Marseille zurück und die bleibt in Tolosa. Die bleibt hier. Da werden sie jetzt erstmal aufgefüllt wieder. Während wir uns hier oben noch um den Rest gallischen Reichs im Norden kümmern. So. Meine Stadt. Mein Reich hier. So. Entschuldigung, Anflug von Hitler. Nee, Gottes Willen, bitte nicht. So, das ist jetzt alles unser Reich. Wir holen uns jetzt noch diese unteren beiden Siedlungen, wenn uns die Lusitaner nicht zuvorkommen. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, dann muss ich den Zipfel da unten nicht verwalten. Ist jetzt auch egal. Hier sind noch Keltici. Ja gut, die Keltici könnte man in einem Rutsch noch mitvernichten. Wäre jetzt nicht so das Problem, glaube ich. Wobei ich mich vielleicht nicht unbedingt übernehmen sollte. Das wäre ungesund. Fürchte ich leider. So, machen wir das mal so. Holy shit, was ist da los? Diese Metstube will ich doch gar nicht haben. Weg damit. Hier bauen wir das mal. Machen wir einen Fischereihafen. Da haben wir zwar öffentliche Runde, also öffentliche Ordnung minus, Entschuldigung. Aber wir haben dadurch auch Nahrung. Und die ist ja, wie wir wissen, momentan ziemlich wichtig. Ist momentan gefragt, Nahrung. Kann man gut handeln mit. Beziehungsweise sollte man vielleicht nicht handeln damit, weil sonst haben wir keine mehr im Reich. Das wäre auch nicht so toll. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo noch was ausbauen können. Ich möchte ja nicht wieder die ganzen Provinzen unausgebaut lassen. Ach, guck mal. Hier haben wir schon... Hier können wir schon was ausbauen. Budorgis können wir das auch noch ausbauen hier. Lupfordum ist alles ausgebaut. Mons Regius ist auch alles ausgebaut, schon eine ganze Zeit lang, glaube ich. Dann schauen wir mal noch hier oben. Da ist alles, da können wir noch ausbauen. Bagacum, Nemetacum können wir noch das ausbauen. Wunderbar. Dann haben wir das erstmal. Da haben wir schon geschaut, dann schaue ich mal nach oben, was hier noch abgeht. Da können wir aber nichts ausbauen. 11 öffentliche Ordnung ist jetzt nicht wirklich gut, aber könnte auch schlechter sein, sage ich mal. So, haben wir noch ein bisschen ausgebaut. Wunderbar. Jetzt wenden wir uns den restlichen zwei Provinzen der Gallier noch zu. Ach, guck mal, eine Keltici-Armee. Na, was da wohl auf uns wartet. Hier sind noch Gallier. Aber gut, die sollten eigentlich mit der Armee Namnetum nicht klarkommen eigentlich. Die haben ja auch noch ein bisschen Garnisons- und Seegarnisonseinheiten. Wobei das halt auch schon eine große Flotte ist. Mal schauen. Hier ist auch noch eine gallische Armee. Finde ich nicht gut. Lemonum ist auch ziemlich schwach verteidigt. Ach, guck mal. Römische Flotten. Hallo Rom. Was geht ab? Die 5. Legion ist hier. Okay. Vielleicht schnappen sich ja auch die Römer noch ein paar Provinzen der Gallier. Es sind ja eh nur noch zwei übrig. Haben wir ganz gut hinbekommen, glaube ich. Warum habe ich dem Admiralsding gegeben? Ich bin so blöd. Naja, too late. So, was haben wir denn noch Schönes? Ich habe keine Ahnung, was ich da mache.
Machen wir mal Unterhalt weniger. So, haben wir ein paar hundert Denare, Geld, Golddinger mehr. So, hier können wir mal ein bisschen noch was upgraden. Die Armee können wir nicht upgraden, ne? Die auch nicht, oder? Nee, gut. Aber die ich glaube, die kamen von oben runter, ne? Das waren die hier aus Nemesos. Deswegen konnte ich die noch upgraden. So. Jetzt hat. Nächste Runde geht's dann Richtung Süden. Vermutlich mit der Armee aus Marseille und aus Tolosa. Na gut, kommt drauf an, welche zuerst fertig wäre. Kann auch sein, dass wir die hier nehmen aus Burgidala. Burdigala, nicht Burgidala. Burdigala. Mal schauen. Kann ja natürlich auch sein, dass die Lusitaner oder die Römer uns noch eine Provinz wegschnappen, der Gallier. Werden wir sehen, was da rauskommt bei. Auf jeden Fall haben wir schon mal gewaltig expandiert. Haben jetzt ziemlich viel unter unserer Kontrolle und jetzt wird es langsam etwas unübersichtlich, was die Verwaltung des Reichs angeht. Das ist meistens so bei Total War, dass dann das Reich irgendwann einfach zu groß wird, dass man das noch effektiv verwalten könnte. Ist ein bisschen suboptimal. Früher gab es da immer so schöne Funktionen, dass man die ganzen Bau und Rekrutierung und alles automatisieren konnte. Das gibt es, glaube ich, immer noch, aber ich habe es noch nicht gefunden, beziehungsweise will ich es auch gar nicht machen. So, meine... Oh, römische Truppen sind eingedrungen. In Patavium. Und wo sind sie hin? Ich habe keine Ahnung. Verschwunden. Haben sich in den Wald geschlagen oder so. Ja, solange es nicht der Teutoburger Wald ist, geht schon. Da haben die Römer ja so ein bisschen schlechte Erfahrungen mitgemacht, glaube ich. So, hier könnten wir die Armeen eigentlich mal tauschen, weil die ist halt noch... Die ist halt noch ein bisschen angeschlagen. Dann ziehe ich die mal nach hier. Und die anderen Armeen, die beiden dürfen jetzt nach unten, nach Süden. Und uns den Sieg sichern. In Tarraco und in Arse. Warum auch immer die so komisch heißen. Ach, guck mal hier, das sind eh geteilte Provinzen. Hier sind die Celtici noch und die Lusitaner noch überall mit am Start. Okay, gut. Was haben wir hier noch Schönes? Ach, guck mal, Land und so Sachen. Was haben wir hier noch? Munition, minus 50% Verluste durch Verschleiß unter Belagerung. Okay. Was haben wir hier noch? Verschleiß weniger. Rekrutierungsplätze. Ach, Rekrutierungskosten und Unterhalts... Oh, das ist gut. Unterhaltskosten weniger ist immer super. Dann sparen wir uns massiv Geld. Und wir haben plötzlich wieder 40 Nahrung. Holy shit. Ja, soviel zum Thema. Ich schau mal kurz durch hier, was hier abgeht. So, plus 5, plus 25, plus 10, plus 16, plus 16. Ach, das ist die gleiche Provinz. Plus 5, plus 14, 25, 13, 19, 20. Plus 12, minus 6, minus 6. Ja, das ist die gleiche Provinz. 0, okay. Hier haben wir also noch ein bisschen Probleme. 0 und minus 6. Die beiden Provinzen sind noch ein bisschen schwierig gerade. Aber da wird auch gerade noch umgebaut. Und dann sollten die auch wieder zufrieden sein hier, die Leutchen. Ach, guck mal, die sind ja schon fertig. Dann wollen wir doch mal ausbauen hier. Nahrung brauchen wir auf jeden Fall. Ist sehr wichtig. Hier die untere Provinz ist gerade auch noch ein bisschen unsicher. Da kann ich immer noch den Schrein bauen. Vielleicht ein Schrein mit der öffentlichen Ordnung, dass wir da noch ein bisschen mehr bekommen. Und ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Ich würde sagen, man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin, Servus.